Also können wir uns angucken? Für einen mittelgroßen Turm ist der ziemlich groß. Okay. Größte Muschel aller Zeiten. Das ist die zweitgrößte. Nein, nein, das ist die größte Trompetenschnecke, die ich je gesehen habe. Ja. Wenn da mal ein echtes Vieh drin gelebt hat, das war gigantisch. Das ist der kleinste der sehr, sehr hohen Türme. Ich krieg den großen Turm gar nicht anvisiert. Das nenne ich einen Turm. Und wie kann man da jetzt hochklettern? Von hier unten kann ich auf keinen Fall oben auf den Turm kommen. So hier? Aha. Was ist jetzt? Kann nichts drehen. Was bringt mir das hier runter zu springen? Der Roboter scheint nicht auf den Turm kommen zu können. Jetzt ich nicht. Benutzen soll? Nee, Item kann ich nicht benutzen. Hoch und dann? Hä? Zu weit weg von hier aus. Gibt es denn Bäume, die so groß sind, dass man eine solche Planke daraus machen kann? Ist doch egal. Wirklich große Planke. Okay. Bringe auf Planke. Aha. Oh. Okay. Abartig großen Schalter. An dieser Muschel befindet sich ein großer Schalter. Benutzen. Haben wir es angemacht oder ausgemacht? Angemacht. Schluss! Ist was, du reanimiertes Stück Voodoo-Treibgut? Ich werde euch sagen, was ist. Diese sogenannte ultimative Beleidigung funktioniert nicht. Ich habe es mit jedem gottverdammten Trödel in dieser verfluchten Bruchbude versucht, aber nichts passiert! Ha! Ich schätze, Großvater war einfach zu schlau für zwei zurückgebliebene Möchtegerns. Oh oh. Was im Namen von Adam Smiths unsichtbare Hand ist das? Das? Ach nichts. Nur irgendein Trödel, den ich in den Flitterwochen gekauft habe. Ah! Das Gouverneurssiegel von Mealy Island! Natürlich! Zeigen Sie her! Nein! Oh Mann, da wird doch der Dingo in der Pfanne verrückt. Versuchen wir es. Pegnose? Was? Würden Sie so freundlich sein, sich hier hinzustellen? Wissen Sie, Mr. Allmächtig... Jetzt bin ich gespannt. Mir gehen Ihre ständigen Befehle langsam höllisch auf den Zeiger. Ich denke, es wird langsam Zeit, mal über meinen Vertrag zu sprechen. Oder was? Oder ich pumpe Sie voll Blei, Sie aufgeweichtes Fossil. Niemand betrügt Pegnose den Piraten und lebt lange genug, um es herumzuerzählen. Ich reiße Ihnen die Arme aus und schlage... Wie war das?
Bitte tun Sie mir nicht weh, Mr. Mandrill. Ich werde alles tun, was Sie verlangen. Versprochen. Mach einen langen Spaziergang auf einem kurzen Pier, elender Wicht. Ja, Sir. Tja, Mrs. Freeford, das ist doch aber keine Beleidigung. Liegt die Macht der ultimativen Beleidigung nun endlich in meinen Händen. Oh, lassen Sie es mich bei Elaine versuchen. Später, Kapitän. Zuerst geben wir ihr einen Vorgeschmack auf die Dinge, die da kommen. Sie sind ein Sadist ganz nach meinem vermoderten Geschmack, Mandrill. Seit Jahrhunderten wird die Karibik von skrupellosen Seeräubern unsicher gemacht. Ab jetzt werde ich durch die Macht der ultimativen Beleidigung diesem chaotischen Unwesen für immer ein Ende setzen und ein neues Zeitalter des Konsums einleiten. Ich bin Ozymandril! Seht her, ihr mächtigen Piraten! Und verzweifelt! Nein! Aber wir haben das Ding doch ausgemacht, oder? Oder haben wir es angemacht? Ausgemacht. Wo bleibt der Knall? Haha! Es müsste doch jetzt einen ohrenbetäubenden Knall geben. Funktioniere, verdammtes Ding, funktioniere! Ah! Ich wusste, dass dieser lächerliche Plan scheitern würde! Ich schätze, das beweist einmal mehr, dass man keiner australischen Tunte die Arbeit von echten Seeräubern überlassen sollte. LeChuck, kommen Sie zurück und helfen Sie mir! Oh, Ozzy! Das Spiel ist brutal, ey. Die benutzen Worte wie Schlampe, Hure, Tunte. Ihr zwei bleibt hier und bewacht den Roboter. Ich hab's nicht gesagt, die haben's gesagt. Bitte mach hier nichts kaputt. Ein guter Junge, aber so helle wie verbrannter Toast. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wem sagst du das? Ich werde diesem Weichei jetzt zeigen, was echter Voodoo ist. Schatz, ich bin da. Guybrush, pass auf! Die ultimative Beleidigung. Ich weiß nicht, wie ihr Blödmänner meinen wunderbaren Beleidigungsverstärker sabotieren konntet. Aber wenigstens bleibt mir die Genugtuung, eure arroganten Piratenseelen zur Hölle zu schicken. Irgendwie wusste ich immer, dass es so enden würde. Wirklich? Bereitet euch auf den Tod vor, Threepwoods. Aber Teil 4 kam da nicht irgendwann 2000 raus? Nichts wie raus hier! Ich glaube, Teil 4 kam 2000 raus. Aber das waren auch noch gute Zeiten, ne? Wo noch nicht alles so politisch korrekt war und so. Zum Great Barrier Reef! Ah, von hier oben seht ihr wie Ameisen aus! Guybrush? Ja? Sehe nur ich diese riesige LeChuck-Statue, die durch unseren Vorgarten trampelt? Nein. Oh! Ganz schön eskaliert. Oh! Elaine! Guybrush, Hilfe! Halte durch, ich bin gleich zurück. Guybrush, lass mich ja nicht allein. Mach dir keine Sorgen, mein Liebling. Guybrush geht nirgendwo hin. Lass mich zufrieden, du hirnloses Steinmonster! Unbedeutende sterbliche Fliege! Du wagst es wirklich, dich mit deinen albernen Voodoo-Tricks der unsterblichen Macht des dämonischen Piraten LeChuck entgegenzustellen? Ich werde aus deinen Knochen Grog brauen, du hirnloser, elender Bastard! Ach, Klappe! Wie kann ich euch dienen, Meister? Oh. Eigentlich wollte ich, dass sie jeden Piraten auf diesem Globus in ein Fass mit klebrigem rotem Kleister tunken, aber im Moment reicht es mir, wenn wir Guybrush Threepwood töten! Oh, die Beleidigung hat funktioniert, um ihn zu übernehmen? Oder zu kontrollieren? Kommt, Leute, wir müssen diesen Riesenroboteraffen wiederbeleben, jetzt! Wo ist meine Enkelin? Das ist eine lustige Geschichte. Threepwood! Wo haben Sie diesen lächerlichen Apparat gefunden? Haben wir jetzt so einen riesen Kaiju-Kampf? Von H.T. Marley. Großpaps? Ich bin hier, Liebes.
Megazord gegen LeChuck-Statue. Zu schade, dass ich eure kleine Familienfeier stören muss. Zittert vor der ultimativen Beleidigung. Wie jetzt? Jetzt bist du dran, Scheusal. Jetzt bewahrheitet sich die uralte Prophezeiung von Monkey Island. Nun ist es Zeit für die ultimative Monkey Combat! Nein! Nicht schon wieder. Oh, und guckt euch an, wie viele HP-Bananen das sind. Och, nein. Ah, und er fängt natürlich an, ne, mit einem Angriff. Er fängt natürlich an. Ach, Leute. Akchi, up. Er ist doch aber schon ein Panisch. Er wäre schon im Vorteil. Warum wechselt er? Akchi, up. Er wechselt auf Betrunken. Betrunken ist auch im Vorteil. Ah, fuck, Alter. Dieser scheiß Monkey Combat weiter, ey. Ich krieg die Krise. Okay, betrunkener Brüllaffe. Da können wir... Können wir speichern? Speicher einfach mal auf einem weiteren Slot. Man weiß ja nie, ne, was passiert. Betrunkener Brüllaffe. Da gehen wir auf panischer Pavian. Und zwar über Up-Ik-Ak. Up-Ik-Ak. Gegen den Gibbon können wir den Betrunkenen machen. Der Betrunkene von dem Panischen aus ist Akchi-Up. Kamehameha! Kiku-Kanone! Gegen panischer Pavian. Der Gibbon. Und zwar über Ak-Up-Ik. Höllenteufel-Spirale! Ich weiß nicht mehr, wie die ganzen Attacken hießen. Aber unsere HP regenerieren sich ja. Ach, guck mal, die HP regenerieren sich mit der Zeit. Das heißt, wir müssen alles schnell machen. Aber wir müssen uns richtig beeilen quasi, dass wir die schnell genug runterbekommen. Ah, ich verstehe. Fuck, also müssen wir mit der Pausefunktion ein bisschen arbeiten, ne? Betrunkener Brüllaffe. Schneller Schimpanse. Gesellig. Gibbon auf Schimpanse. Ak-Up-Chi. Ak-Up-Chi. So, der ist jetzt bei ängstlicher Affe. Dass sie sich regenerieren, das könnte echt lästig werden, du. Wie lange soll sich der Endkampf denn hinziehen? Ängstlicher Affe. Ängstlicher Affe. Dann nehmen wir den Brüllaffen. Brüllaffe von Schimpanse ist Ak-Ik-Chi. Hallo?
Jetzt müssen wir gegen den Schimpansen. Den ängstlichen Affen nehmen wir da. Ängstlicher Affe von Brüllaffe ist Ak-Chi-Ik. Ak-Chi-Ik. Guybrush! Das Problem ist halt, dass es sich halt übelst hinzieht, weil die sich ja auch regenerieren. Also selbst wenn der einen Fehler macht, werde ich ihn dann überhaupt schnell genug verletzen können. Das ist das Problem. Pavian. Gegen Pavian nochmal Schimpanse. Schimpanse von ängstlich ist Up-Ak-Ik. Guck mal, die sind immer wieder voll geheilt. Vertraue deinen Gefühlen, Guybrush. Und bitte, bring uns nicht durch irgendeine Tölpelei um. Ängstlicher Affe. Dann nehmen wir den betrunkenen Brüllaffen. Und der betrunkene Brüllaffe von Schimpanse aus ist Ak-Ik-Chi. Guybrush, Hilfe! Panischer Pavian. Gegen den Pavian machen wir Schimpanse. Schimpanse von Brüllaffe ist Ak-Ik-Chi. Habe ich das die gerade auch gehabt? Ja, Ak-Ik-Chi. Krass. Ak-Ik-Chi. Ak-Ik-Chi, Schimpanse. Gegen Pavian, ja. Ak-Ik-Chi. Es heilt sich halt wirklich viel zu schnell. Pavian. Ne, es ist immer noch beim Pavian. Es wechselt doch jetzt, oder? Genau. Gibbon. Gegen Gibbon mach ich Affe. Von Schimpanse auf Affe ist Up-Ak-Ik. Der Gegner ist konstant voll. Gegen betrunkener Brüllaffe mache ich dann halt mal den panischen Pavian. Von ängstlich auf panisch ist Up-Ik-Ak. Guybrush? Warum? Kann ewig dauern. Gibbon. Betrunken. Von Pavian auf betrunken. Ak-Chi-Up. Schluss mit dem Unsinn! Schimpanse. Gegen Schimpanse machen wir Gibbon. Von betrunken auf Gibbon ist Ak-Up-Ik. Ah!
Guybrush, Hilfe! Es hat nicht mal verletzt, es hat mehr geheilt als verletzt. Das ist lächerlich. Betrunkener Brüllaffe. Können wir den Schimpansen machen? Schimpanse von Gibbon. Von Gibbon auf Schimpanse. Ak-Up-Chi. Ak-Up-Chi. Schluss mit dem Unsinn! Gibbon. Machen wir ängstlicher Affe? Von Schimpanse auf ängstlicher Affe. Up-Ak-Ik. Guybrush! Kann das Inventar nicht öffnen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oder soll ich verlieren? Glaube ich wohl kaum, oder? Es gibt einen Tipp. Ach, ich soll gar nicht gewinnen? Oder gibt es hier wirklich eine Spezialmethode oder was? Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Das ist echt gemein und keine Ahnung, wer sich so eine Lösung ausgedacht hat. Hab es damals durch Zufall gefunden, die Lösung. Ich soll also gar nicht kämpfen oder soll ich was Spezielles machen? Gib mir einen Tipp. Ich habe jetzt keinen Bock, 30 Minuten lang diesen Kampf durchzuführen. Gib mir einen Tipp. Kann ich Item verwenden oder kann ich mit jemandem sprechen? Kann ich irgendwas machen? Die Kampfhaltung des Gegners kopieren? Also Remis oder was? Aber was bringt denn bitte Remis? Okay, ich werde es versuchen. Er hat panischer Pavian. Also wenn ich panischer Pavian mache, von ängstlicher Affe, dann ist das Up-Ik-Ak. Betrunkener Brüllaffe von Gibbon aus. Ak-Up-Ik. Von geselliger Gibbon auf betrunkener Brüllaffe. Ak-Up-Ik. Soll Remi machen, bis er irgendwie einen Fehler macht oder was? Das ein Arm nach unten könnte helfen bei beiden. Ein Arm nach unten. Damit Elaine rausspringen kann, oder was? Ah! Hey, was ist hier los? LeChuck, Sie kolossale Idiot! Hören Sie sofort damit auf! Das ist ja dämlich. Hey, das könnt ihr nicht mit mir machen. Ich bin Aussie Mandrill. Die Zukunft der Karibik! Ich befehle! Halt! Nein! Ja! Oh. Oh. Yeah. Yeah.
Okay. Danke für den Hinweis, wirklich. Es wäre sonst irgendwie... Es wäre sonst nichts geworden. Elaine! Großpaps! Ja, ja. Mein Engel. Jojo! Denk nicht mal dran, Weichei. Guybrush, wie kann ich dir je danken, dass du mich zu meiner Enkelin zurückgebracht hast? Nun, für den Anfang, wie wär's mit deiner Hose? Ist schon so gut wie erledigt. Außerdem... Ja? Würden Sie bitte wieder Gouverneur von Mealy Island werden? Keine Chance. Ich hab den Job immer gehasst. Warum, glaubst du wohl, bin ich bis nach Australien gesegelt? Wegen des schlechten Essens? Bitte, Großvater. Ich halte es als Gouverneurin nicht länger aus. Mir fehlt das Piratenleben. Guybrush und ich brauchen die offene See. Schwertkämpfe, Abenteuer. Wir sind zu jung für eine Bürokratenkarriere. Ja, einverstanden. Aber wehe, ihr besucht mich nicht. Jeden Monat. Und ich erwarte jede Menge kleine Piratenurenkel. Mal sehen, was sich machen lässt. Und damit schließt sich der Kreis des Lebens. Hey, der Affe kann ja sprechen. Oh, Elaine, darf ich vorstellen? Jojo Junior, der Affenprinz von Monkey Island. Gut, danke, edler Jojo. Durch deine Hilfe sind die sieben Meere für uns Piraten endlich wieder sicher. Es war mir ein großes Vergnügen, Mrs. Threepwood. Aber nun muss ich sie leider verlassen. Irgendwo dort draußen gibt es für meine Brüder und mich mit Sicherheit etwas zu erledigen. Wohin gehst du? Keine Ahnung. Wie ich höre, ist Martha's Vineyard um diese Jahreszeit sehr schön. Aber zuerst möchte ein Mitglied unserer Crew von Bord gehen. Timmy! Oh, Timmy! Lebt wohl, ihr alle! Wir brauchen wieder einen neuen Timmy! Wir werden dich nie vergessen! Der nimmt jetzt den Roboter mit, oder? Natürlich werde ich ihn nie vergessen. Immerhin ist er entsprechender Affe, wenn das nicht krank ist. So, wir haben die Villa gerettet, deinen Großvater gefunden und geschafft, dass sich blutrünstige Schurken in der Karibik wieder wohlfühlen. Wow, ich ja. hätte nie gedacht, dass die Ehe so viel Spaß macht. Guybrush, nun der Großpaps wieder Gouverneur ist, sind wir frei. Wir können endlich tun und lassen, was wir wollen. Es gibt dann, glaube ich, noch einen fünften Teil, oder? Ich bin der Meinung, ich weiß nicht genau, wann der rauskam, aber ich glaube, der kam... Anfang der 2000er raus, so vielleicht lass es 2002 oder sowas gewesen sein. Und dann war eine Riesenpause und ich glaube jetzt vor ein paar Jahren, 2021, 22 irgendwie sowas oder 20, keine Ahnung, kam glaube ich noch ein fünfter Teil raus. Ne, den müssen wir uns auch noch angucken. Also wir sind noch nicht fertig mit der Reihe. Und ich, wie gesagt, ich glaube, es gibt dann sogar noch ein Telltale-Game davon. Da bin ich gespannt, was man da machen wird. Ich möchte ein Pirat sein. Ich möchte ein Pirat sein. Was? Elaine? Haben wir das Falsche gesagt? Nein! Ja. Ich glaube, er hätte so das Falsche gesagt. Flucht von Monkey Island. Ah, ja. Geschafft. Das war wirklich mit Abstand das schrecklichste Adventure-Game, was ich je gespielt habe. Es war ja nicht mal ein Point-and-Click-Adventure. Die Maus, die war nur Deko. Man konnte nichts anklicken mit der Maus. Es gab kein Pointing-and-Clicking. Es gab nur eine Keyboard-Steuerung, die absolut grauselig war. Absolut grauselig. Dann diverse Bugs, wo man sich irgendwie so festgehangen hat, dass man nicht mehr weiterlaufen konnte und neu laden musste. Diverse Stellen, wo das Spiel einfach abgestürzt ist. Und diverse Stellen, wo man durch einen Bug das Game so zerstört hat, dass man auch wieder was neu laden musste. Ich musste, glaube ich, 3 oder 4 Mal insgesamt über dieses Let's Play einen alten Spielstand laden und nochmal nachspielen, weil es einfach nicht mehr weiterging durch einen Bug. Ja? Und es ist das erste Mal, dass ich für ein Point-and-Click-Adventure 3 Sonntage gebraucht habe. 3 Sonntage! Das ist der Wahnsinn. Uff. Aber es gab Bananen und Affen. Der letzte Teil, der rauskam, ist wieder von Ron Gilbert.
Das ist ja geil. Den werden wir uns auf jeden Fall auch noch angucken. 100 Pro. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon gekauft habe. Wenn nicht, dann landet er auf meiner Liste. Ich weiß auch nicht, ob wir das schon nächsten Sonntag machen. Es könnte nämlich sein, dass wir nächsten Sonntag mal wieder einen Larry Leffer-Teil reinschmeißen. Ich weiß es noch nicht genau. Ne? Aber wir sind auf jeden Fall noch nicht fertig mit dieser Reihe, sage ich euch. Ich bin noch nicht fertig mit Guybrush Threepwood. Ja. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich habe teilweise... Ich wollte schon mehrfach abbrechen an bestimmten Stellen. Es gab Stellen, da habe ich so viel Progress verloren und musste nachspielen, weil einfach das Game gecrashed ist oder weil einfach irgendein Bug alles ruiniert hat. Das ist unglaublich. Ich glaube, wir haben auch fast jeden Bug gefunden. Jeden Game-Breaking-Bug haben wir gefunden, glaube ich. Das war der Hammer. Ja, Deponia haben wir auch, glaube ich, komplett durch. Also alle vier Teile. Wobei ich immer gerne sagen möchte, der vierte Teil gehört nicht dazu. Doomsday. Hat mir gar nicht gefallen. Aber wir haben alle vier Teile durch. Du bist hier, ich bin hier. Schnabeltier. was ist besser als eine Banane? Richtig, eine Bananenente? Meinst du mein Enton? Oder was ist denn eine Bananenente? Gab's das bei Deponia? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß gerade nicht, was eine Bananenente ist. Ja. Nee. Ach, ich kann es nicht glauben. Wir sind durch. Durch. Drei Sonntage. Durch. Nächsten Sonntag machen wir dann entweder Monkey Island 5 oder einen Larry Leffer-Teil wieder. Ich habe, glaube ich, noch Magna Cum Laude. Das ist eins. Das kam so ungefähr, glaube ich, zur PlayStation 2-Ära raus. Irgendwie so um den Dreh rum. Es sieht ein bisschen aus wie so ein PlayStation 2-Spiel oder sowas. Oder Dreamcast oder irgendwie sowas. Dreamcast würde auch hinkommen. Keine Ahnung. Aber ungefähr so PS2-Ära-Zeit war das, glaube ich. Das Plüschtier. Naja, mein Enton. Halb Banane, halb Ente. ja, mal gucken. Wie gesagt, also entweder machen wir Magna Cum Laude oder dann Monkey Island 5 nächsten Sonntag. Ich glaube, heute lohnt es sich auch gar nicht mehr, jetzt nochmal eine Runde Palworld oder sowas dran zu hängen. Ich muss sagen, ich bin gerädert. Ich war gestern mit den Jungs unterwegs. Wir haben abends Billard gespielt und ein bisschen viel getrunken. Und jetzt nochmal diese Monkey Island Tortur hinterher. Ich glaube, ich bin fertig für heute. Ja, ihr könnt ja dann, wenn ihr wieder Bock habt auf Point-and-Click-Adventure, nächsten Sonntag reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf andere Sachen wie Palworld oder ich fange jetzt, glaube ich, nächste Woche Dying Light an. Und Yu-Gi-Oh! Haben wir ja noch offen. Ne? Also wenn ihr auf sowas Bock habt, dann schaut mal in der Woche rein. Und Point-and-Click-Adventures ist dann immer Sonntag. Ne? Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Abend. Noch einen wunderschönen Rest von dem Wochenende. Und das sehen wir uns dann beim nächsten Mal, ne? Ich bleibe jetzt hier noch und gucke mir das Outro? Die Credits. Ich gucke mir noch die Credits an. Aber ihr könnt schon ruhig langsam ausschalten, wenn ihr wollt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ihr könnt auch gerne Vorschläge jetzt live reinschreiben oder dann später in die YouTube-Videos, ne, was ihr mal sehen wollt. Ne? Also wenn es irgendwas ist, was wir noch nicht auf dem Kanal haben, dann packe ich es auf meine Liste. Wenn es etwas ist, was wir vielleicht schon mal gespielt haben, dann kann ich euch ja den Link für die Playlist einfach mal reinposten. Oder wenn es irgendwas ist, was wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt haben, dann spiele ich es vielleicht nochmal. Weiß nicht, schauen. Aber Wünsche und Vorschläge immer schön in die Kommentare rein. Und dann machen wir die irgendwann mal. Und warum sind die Credits immer so lang? Und das ist wirklich ein Plot-Twist, den habe ich nicht kommen sehen. Dass der alte... wie hieß der? Toothrot? Dass der alte Toothrot
eigentlich der Großvater Marley ist. Das habe ich echt nicht erwartet. Und dass dann da quasi der, wie heißt er, der Ozzy, dadurch dann quasi schon seit dem ersten Teil eigentlich auch der Bösewicht war. Man hat ihn bloß nie gesehen. Der war halt immer hinter den Kulissen. LeChuck war eigentlich gar nicht der Hauptbösewicht. Was ist jetzt eigentlich am Ende mit LeChuck passiert? LeChuck hat den Typen zerschmettert und dann ist der doch immer noch in der großen Statue gewesen, oder? Ich, hä? Ich hab jetzt gar nicht aufgefasst, was ist denn am Ende mit LeChuck passiert? Ich war gerade so in Euphorie, dass ich es geschafft habe, dass mir das überhaupt nicht aufgefallen ist. Was ist mit LeChuck passiert? Haben wir den besiegt? Er hat doch Ozzy zerquetscht. Ach, durch die Explosion des Stabes ist er explodiert. Aber es ist ja bloß eine Statue und er ist ein untoter Geist. Das heißt, er kommt wieder in Monkey Island 5. Machen wir vielleicht nächsten Sonntag, mal schauen. Ich weiß gerade wirklich einfach nicht, ob ich das schon gekauft habe. Ich glaube, nein. Endet nicht. Ist das eine Endlosschleife? Ist das hier ein Marvel-Film? 15 Minuten Endcredits? Oh! Ganz besonderer Dank an George Lucas! 2000. Siehst du, das Spiel war 2000. Ich wusste, das war... Elaine? Ich war mir sicher, dass es nicht mehr 90er war. Herman? Mami? George? Hey, Jungs! Ich stecke hier unten fest. Wally! John Boy! Oh, hier geht's weit runter. Murray? Sean? Mike? Oh, Georgia? Ach, Guybrush. Du alte Flitzpiepe, du. Das war's jetzt, oder? Und das Spiel hat sich automatisch geschlossen. Das war's, Leute. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wie gesagt, Kommentare bzw. Vorschläge oder Spielwünsche in die Kommentare. So rum wird ein Satz draus. Und wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Das Endton und der Döskop sagen Tschüss.